Glück auf, Freunde, willkommen zurück zu Fallout, wo ich erstmal nochmal in die Burg zurückkehre. Um dort etwas zu tun und euch gleichzeitig eine Info geben zu wollen, die den meisten von euch, oder besser gesagt, jedem Fallout-Fan nicht gefallen wird, denn ich sag's gerade heraus, ich habe vor, dieses Let's Play zu beenden und zwar zeitnah. Ich hätte nie gedacht, unsere Flagge wieder über der Burg wehen zu sehen. Es ist einfach so, der Anfang des Spiels war richtig geil und auch das Spiel an sich ist ziemlich cool, aber das Setting ist einfach nicht so sehr mein Fall. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube schon seit Video 20 oder so, muss ich mich meistens wirklich richtig dazu zwingen, jetzt aufzunehmen. Klar gibt's während der Aufnahme viel Spaß und so, aber im Großen und Ganzen, ich hätte einfach gerne Zeit für andere Projekte. Ich hoffe, ihr versteht da, weil das ist halt eben wirklich so, wenn man auch was macht, ohne absolut Spaß dran zu haben, dann ist das für einen selber auch ziemlich unschön. Also ich hoffe, ich habe da euer Verständnis. Und ja, das Ganze wird natürlich nicht sofort beendet. Ich habe mir vorgenommen, bis Video 50 machen wir noch. Und ich würde gerne beim Scharfschützengewehr was ändern wollen. Repetiergewehre liebe ich nämlich wie sonst was. Bin ich blöd? Da ist es doch. Flexvisier, wer braucht denn sowas? Ich mache das Standardvisier nämlich wieder drauf, weil ich stehe einfach drauf, so zu schießen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geschnipper brauche ich jetzt nicht. Ja, die letzten Folgen quasi. Was habe ich jetzt vor? Ganz simpel gesagt. Oh, man kann hier was Besseres ranbauen. Das ist ja schön. Was macht denn das? Ein bisschen mehr Schaden. Das klingt doch auch lecker. Zack. Ich habe vor, die Welt noch ein bisschen zu erkunden, weil wir sind ja noch nicht so sehr weit vorgedrungen. Aber ich möchte unbedingt noch ein bisschen was von der Welt sehen, deshalb werden wir gucken, dass wir möglichst gut Schnelllademagazin, aha. Fertige ich mal an. Visier haben wir schon gemacht. Mündungsbremse wollen wir eigentlich keine haben. Können wir ohnehin nichts machen. Da bräuchte ich noch Schrauben für, die ich nicht habe. Und sonst gibt es jetzt hier auch eigentlich nichts weiter. Obwohl wir hatten noch, glaube ich, hatten wir? Ich weiß es nicht. Ach, ist ja auch egal. Wir hauen jetzt ab hier. Wir müssen jetzt nicht groß an den Waffen rumforschen. Wo haben wir denn unsere Waffe? Hier haben wir sie. Oh yeah, da stehe ich doch drauf. Gut, lasst uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Weil gerade hier hinten haben wir ja noch überhaupt nichts entdeckt. Museum der Hexerei, auch nicht schlecht. Von hier hinten sind wir gekommen. Hier haben wir ziemlich viel gemacht. Aber was hier ist, wissen wir auch noch nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Diamond City. Und von da aus arbeiten wir uns in das Stück vor. Dass wir halt wirklich Stück für Stück noch ein bisschen was erkunden hier in dem Spiel, bevor der eiserne Vorhang fällt. Weil ich muss wirklich sagen, Fallout 4 ist wirklich ein geniales Spiel. Gerade der Anfang hat mich richtig, richtig geflasht. Aber nach dem Anfang ist es mir einfach vom Gesamtgefühl her etwas zu trocken. Ich wollte gar nicht in die Stadt selber rein. Schönen Dank auch, ihr Schweine. Also ich muss definitiv sagen, ich beende Fallout 4 nicht, weil es mir überhaupt keinen Spaß macht oder weil ich es als schlechtes Spiel ansehe. Sondern weil ich wirklich einfach, weil es nicht so hundertprozentig mein Fall ist und ich einfach nicht mehr so sehr wirklich die Lust habe. Und ich aber Lust habe auf viele, viele andere Spiele, die ich gerne zeigen möchte. Und ich habe natürlich auch bereits den Nachfolger gefunden für dieses Projekt, über den ich jetzt noch nichts sage, weil ich gucken will. Ich will, dass das wirklich ein Überraschungsprojekt wird, dass sich alle, bis es veröffentlicht wird, fragen, was kommt. Weil ich persönlich feiere dieses Spiel, ich kenne es aus meiner Jugend, ich habe unzählige Spielstunden da reingesteckt und etwas in der Art habe ich bisher auch noch nicht let's played. Also, es könnte spannend sein für den einen oder anderen, wo bin ich? Und was ich auch sagen darf für alle Freunde von Bethesda-Spielen, oder Bethesda besser gesagt, ich muss sagen, dass ich definitiv auch noch einmal irgendwann gerne
Skyrim-Let's Playen würde, ganz ehrlich, ich vermisse Skyrim so ein bisschen. Skyrim habe ich auch irgendwann beendet, weil es anfing, ein bisschen trocken zu werden und ich Angst hatte, dass ich irgendwann keinen Bock mehr drauf habe. Ganz genau. Aber seit einiger Zeit vermisse ich es offen gesagt schon wieder. Und es gibt da ja auch die neue Legendary Edition, heißt die, glaube ich. Ein bisschen bessere Grafik, ein bisschen besseres dies und das. Und das kann man sich ja auch irgendwann noch angucken, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr Lust hättet auf ein weiteres Skyrim-Let's Play. Nein. Verdammt, wo sind sie? Ich wusste es. Oh oh. Würdest du bitte... Okay, okay. Mutantenhund, du bist ein ganz schöner Mutantenhund. Das reicht. Verschwinde! Mir die Kronkorken, danke. Hab sie gefunden. Hallo? Mach sie fertig. Oben hat sich was bewegt, auch nicht schlecht. Ah, hier habe ich nicht mehr so viele Schuss für. Hier habe ich aber ordentlich Schuss. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich versuche doch nur hier durchzumarschieren. Hab was. Von wo denn? Ist klar, du Lappen, komm her, wenn du was willst. Oh oh, ich brauch ganz schnell Omnom. Merke ich gerade. Ich bin kurz davor zu verraken. Fleisch und Bohnen, na lecker. Als ob ich nicht getroffen habe. Du hältst aus, mein Freund, was? Als ob ich nachladen muss. Okay, der ist weg. Gut, das wäre das. Das stimmt wohl. Ziehen wir mal weiter. Wo ist meine Knarri-Omnom-Bomb? Hier ist meine Knarri-Omnom-Bomb. Wir ziehen nämlich einfach weiter Richtung unserer Markierung. Weil ich will wirklich ein bisschen gucken, was es hier so... Bist du ein Feind oder nicht? Kämpf jedenfalls gegen Ghule. Wir lassen die einfach mal in Frieden. Legen wir los. Hey, wo bist du? Ah, da. Chestnut Hillock. Ah, geh mal weg. Ich finde ja immer noch die Generalsrüstung auch so herrlich lecker. Sind wir denn hier jetzt gelandet, hör mal? Ich laufe einfach mal los, mal gucken, wo wir rauskommen. Hier sind kleine Hütten. Oh oh. Oh ja! Oh oh! Tschung! 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 Hab gewonnen! Weil ich so schön bin. Ich brauch Püree. Kartoffelchips sind auch immer lecker. Ein knuspriges Eichhörnchen immer rein damit. Kann man sich da auch mal einverleiben hier. Das schmeckt doch gut.
Oh, habe ich hier eine andere Vault gefunden? Das ist so ein komisches Zeichen hier. Vault 81, aha. Hallo? Oh, ich habe irgendwas betreten. Ich weiß nicht, ob ich das gewollt habe. Ich hätte Angst, eventuell. Hallo? Ah, oh, das ist einer dieser Vaults. Wie der, aus dem du kamst, oder? Hä? So. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Nein, das ist es nicht wert. Gut, dann wünsche ich dir viel Glück im Commonwealth. Blöde Kuh! Bitteschön, Rest kannst du behalten, blöde Kuh. Als ob ich jetzt was für die erledige, was denken die, wer sie ist? Ich bin Lord Peter, sehe ich aus wie ein Knechtbuckler oder was? Da wäre ich ja beinahe ein wenig aus der Fassung geraten, was, Freunde? Aber nur beinahe. Beinahe ist nicht definitiv. Lad gefälligst schneller, du blödes Spiel. Habe ich nicht gesagt. Ich kann auch was nach dir werfen, du blöder roter Ladebalken da unten. Versuch mich nicht zu hypnotisieren, ich sehe auch genau, was du vorhast. Ja, hättest du nicht gedacht, dass ich so belesen bin, dass ich das sofort mitkrieg. Ah, hier ist ein Stuhl, das ist gut, kann ich mich da draufsetzen? Es wird nämlich langsam dunkel. Ich hau mich hier hin und mache eine generalische Pause. Etö. Zwölf Stunden passt eigentlich, dann ist es halb neun am Morgen. Guten Morgen. So, reicht mir schon. So, wir ziehen weiter. Ich will mein schönes Gewehr, danke. Warte mal. Als ob ich nicht getroffen habe, meine Fresse. Hab getroffen. Und ich stelle fest, ich will doch wieder mein Ding ins drauf haben. Ohne das Visier ist mir die Waffe zu blöd. Ich snipe doch lieber ein bisschen. Lord Widerwillen hier. Der Lord weiß einfach nicht, was er will. Ich glaube, den muss man mal in eine Ecke schleifen und verkloppen. Und nein, das war jetzt kein Aufruf an meine Community, dass sie mich schlagen sollen, ja? Also, wo bin ich? Hier. Hallo, Robomensch. Aus dem Weg, Helga. So. Bin ich blind oder so? Aha. Mach das mal wieder drauf. Alles andere kann ich gerade eh nicht drauf machen. Was ist denn eigentlich mit unserem... Wo haben wir es denn? Hier haben wir es doch. Können wir da was drauf machen? Nee. 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 Nee.
Gut, für das Zeug haben wir nichts mehr. Dann geht's jetzt wieder zurück. Wo waren wir denn? Wir waren bei der Vault. Wo ist denn die? Hier, Vault 81. Schick mich mal dahin, Schatz. Bläfliegen sind igittig. Mit denen habe ich mich eben gekloppt. Zumindest mit einer. Gut, gekloppt kann man nicht sagen. Die kamen nicht nah genug an mich ran, aber trotzdem. Ich mag die nicht. Die sind groß, die sind hässlich und die machen mir Angst. Außerdem haben die Blähungen, weshalb die stinken. Ahahaha. Nabend. So, jetzt können wir nämlich wieder ein bisschen ordentlicher snipen hier. Wo bist denn du? Du bist eine tote Blähfliege. Aha. Hey, was war denn das? Ich habe Leertaste gedrückt, auch geil. Jetzt habe ich mein Ziel aus dem Auge verloren, da ist es. Dieses blöde Vieh, ich will da doch nur snipen, ist denn das so schlimm? Haha. Haus am See, da will ich mich jetzt mal umgucken hier. Oh nein. Oh nein, zwei. Iii, nicht hier schon wieder. Geht weg, ihr Mücken. Tut was, die Biester sind igittig. Und sie tun mir ganz schön weh. Meine Fresse, jetzt lasst euch halt mal treffen. Ich bin zu blöd, die sind mir einfach zu schnell. Das reicht's mir. Jo. Ja, nee, ist klar, ist klar, ist klar. Ist alles klar, das alles, ist alles in Ordnung, nee, nee, regt mich nicht auf, nee, nee, ich bleib ganz gechillt, ich bleib ganz ruhig, es ist alles, alles ganz okay, alles gut. Ist überhaupt kein Grund, dass ich jetzt sauer sein müsste oder so, ne? Hä? Als ob ich jetzt hier wieder gelandet bin, was will ich denn hier? Also wisst ihr Schweine, hier wollte ich gar nicht hin. Superman, rettet die Welt! Entschuldigung, die Rüstung sah halt so aus. Jetzt muss ich schon wieder den Ladebildschirm hier anklotzen, nur weil ich wieder dahin will. Ich glaube ja, wo echt es hackt. Oh, lass mich halt keinen Spaß haben. Ist das euer Ernst? Ich wusste es. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Habt ihr das auch gerade gehört? Meine Fresse, ich kotz gleich im Strahl. Oh nein. Warte mal. Wir haben Gesellschaft. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh Gott, ihr seid ja schon da. Ah, lass doch mal. Mann, ich darf ja nicht mal nachladen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kotz gleich echt im Strahl, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was sind das für widerliche Misthurenböcke? Schnauze voll.
Ja, ich muss immer noch nachladen. Klasse Sache das. Miststück. Meine Fresse. Oh, aber jetzt habe ich meine Ruhe, glaube ich. Hoffe ich, nehme ich an. Meine Güte, diese Miststücke. Können einem doch wirklich auf den Geist gehen, oder nicht? Gut, jetzt gucken wir uns nochmal hier bei der Hütte um. Weil die sieht so lustig aus. Ich will wissen, warum die so lustig aus... Oh. Totes Braham. Was bist du? Eine legendäre Kakerlake, euer Ernst. Was bist du denn schon wieder? Ach, du bist immer noch die gleiche. Was warst du? Du warst auch legendär, aber du warst ja mal richtig übelst verstrahlt, oder nicht? Klappe, Affe. Klappe zu, Affe tot. Hier gibt's nichts von Interesse für mich, ich will weiter. Weiter Richtung Markierung. Mal gucken, was wir da noch Schönes finden. Außer noch mehr Dinge, die uns töten wollen, natürlich. Töten wir uns hier so ziemlich alles. Hallo? Ich war das überhaupt nicht. Oh, da hinten bei der Vault hat jemand Spaß. Also, ich war das überhaupt nicht, ja? Wie mir hier schon wieder unterstellt wird, dass ich was damit zu tun gehabt hätte. Und wie ich hier schon wieder nicht rüberkomme. Ich wollte doch gucken, was da vor sich geht. Jetzt bin ich aber unten durch, Freunde. So, ich würde sagen, ich hau mich mal hier an die Seite, versteck mich ein bisschen. Und wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Tschüssi.